Ja, mein Name ist Jackie Resnicek. Ich bin Bassist der Band Silly. Und das, was ich hier am Anfang gespielt habe, ist eine kleine Fretless-Bass-Melodie von unserem neuen Album. Und zwar von dem Song Die Welt wird hell sein. Wir hatten jetzt eine gigantische Promotour. Also unser Album Kopf an Kopf, unser Silly-Album Kopf an Kopf, ist vor circa 4 Wochen rausgekommen. Ist gleich auf Platz 2 der deutschen Albumcharts eingestiegen, was uns natürlich tierisch gefreut hat. Vor uns war nur noch Depeche Mode und ich denke, die dürfen das. Ja, wir waren auf einer gigantischen Promotour, also sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Radio- und Fernsehsender in Deutschland gibt. Also wir sind wirklich kreuz und quer geflogen. War sehr anstrengend, aber ich sage immer, das ist Jammern auf höchstem Niveau. Wir wollen es ja so und es ist ja toll. Und die Leute sollen ja auch erfahren, dass unser neues Album raus ist. Und sie haben es erfahren. Wie gesagt, Platz 2 der deutschen Albumcharts eingestiegen. Richtig klasse. Und jetzt sind wir fleißig am Proben. Also meine Kollegen fallen mir heute in den Rücken. Die proben heute ohne mich. Da können sie gleich mal erfahren, wie das ist, wie, naja, ich sag mal, unschön das klingt, wenn kein Bass dabei ist. Deswegen habe ich hier auch ein bisschen die Zeit genutzt und habe auch ein bisschen geprobt für mich, dass ich nochmal die Songs so rekapituliere. Und unsere Tour beginnt am 12. Mai in Köln, geht wieder kreuz und quer durch Deutschland. Die ersten zwei Konzerte sind schon ausverkauft. Auch schön, da gibt es dann schon Nachfolgekonzerte. Die Tour geht erstmal so bis Ende Juni, dann machen wir ein bisschen Urlaub und dann geht's mit Open Airs im Juli, August weiter. Also jetzt auf der Promotour haben wir auch immer in den Radiosendern, aber natürlich auch im Fernsehen, immer live gespielt. Also einfach, ich in dem Fall mit meinem Alien, also akustische Gitarre, akustischer Bass. Unser Keyboarder hatte so ein kleines, ja, elektrisches Harmonium aus den 50er Jahren, ganz spannendes Instrument. Unsere Sängerin hat einfach so in den Raum reingesungen. Und haben das gespielt und der Alien war, das war natürlich super, der hat sich super durchgesetzt. Zum Beispiel im ZDF, volle Kanne-Sendung, saßen wir da am Frühstückstisch und haben einfach gespielt. Ja, und der Alien, der war dafür natürlich genau richtig und genau passend. Ja, beim Einspielen unseres Albums Kopf an Kopf habe ich vordergründig natürlich meinen Signature-Bass gespielt. Das ist ja wohl klar, der hat so viele Klangnuancen, also da findet man eigentlich immer den richtigen Sound. Die Fretless-Bassstücke habe ich mit meinem Steve Bailey Signature gespielt, den habe ich mir ja mal nachbauen lassen hier als Fünfseiter, weil ich kein Sechsseiter-Spieler bin. Einen Song habe ich mit meinem Rusty gespielt, weil der dann so einen richtig schönen, fetten, rockigen Sound hatte. Und für ein Stück habe ich meinen Starbass benutzt. Da wollten wir so einen, na, ich sag mal, Old-Fashioned-Sound haben und ja, da war der Starbass. Sogar zwei Songs habe ich mit dem gespielt, ja. Da war der ideal für diesen Sound. So, Leute, jetzt aber genug gelabert. Ich muss nämlich wieder ein bisschen trainieren drüben. Morgen haben wir wieder Probe und nicht, dass ich mich blamiere. Wie gesagt, die Kollegen üben ja heute ohne mich und ich nutze hier die Zeit und trainiere die Songs auch nochmal für unsere Tour. Okay, jetzt spiele ich mal ein Stück Verkehrte Welt.